By the way, sag mal, was kochen wir heute? Wir kochen heute ein Video. Ach nee, wir kochen das Essen und machen aber ein Video dazu. Ja, alles klar. Yo Leute, was geht? Mein Name ist Adrian und willkommen zum neuen Video heute. Zum neuen Kochvideo. Wir werden heute Nudeln braten. Gebratene Nudeln machen. Mit Hähnchenbrust, So, ne? Nudelfanne meine ich. Entschuldigung, eine Nudelfanne werden wir heute machen. Und statt Hähnchen nehmen wir heute Putenbrust. Ja, Putenbrust auch sehr gesund. Und ja, was brauchen wir eigentlich dafür? Ganz einfach. Wir brauchen einmal ein bisschen eine Frühlingszwiebel, Lauchzwiebel, dann eine Paprika, ein bisschen Fleisch, Putenbrustfilet, Putenbrust so und ein paar Nudeln. Ich habe das Wasser für die Nudeln schon aufgesetzt. Das müsste auch gleich schon fertig sein. Also so, ja, Wasser kocht immer so. Bis es kocht, so circa 10 Minuten, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, wir fangen jetzt an, alles vorzubereiten. Vorab das Fleisch werde ich jetzt schon mal ein bisschen sauber machen und dann fangen wir an mit den Zutaten schneiden. So, wir fangen jetzt an zu schneiden. Letztes Mal sah es ja nicht so geil aus. Ich habe ein paar Videos tatsächlich bekommen, wie man es besser machen könnte. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde einmal hier oben abschneiden. Genau. Und einmal hier abschneiden. Ja, und dann werden wir. Moment, jetzt bin ich gerade am Überlegen, das Ding muss ja hier wieder raus. Einmal so ein bisschen rum schneiden. Mit dem Messer echt super. Wie gesagt, passt bitte wirklich auf eure Finger auf. Muss ja nicht sein, dass ihr euch schneidet. Das kann so bleiben. Da werden wir jetzt einmal kurz hier so durchschneiden, dass wir es so ein bisschen aufmachen können. Das werde ich hier gleich alles entfernen. Und dann werden wir die Paprika in kleine Stücke schneiden. Also das werde ich jetzt hier kurz raustrennen. Dann werden wir die Paprika in kleine Stücke schneiden und dann abwaschen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich So, wir haben wieder. es abgewaschen. Jetzt sieht das doch schon ein bisschen schöner aus. Dann können wir so kleine Blöcke schneiden. Die kommen dann da später rein. Und für Leute, die jetzt nicht so gern Paprika essen, genauso wie ich, also ich bin jetzt nicht so der Paprika-Fan, mache ich die auch ein bisschen größer, dann kann man die leichter raussortieren. Es kommt, aber also ich würde es trotzdem empfehlen, reinzumachen. Warum? Das Ganze, es geht darum, oh, mein Handy klingelt. Ach, das ist jetzt mal so. Warum klingelt mein Handy? Ja, egal. So, auf jeden Fall. Hier geht es darum, um den Geschmack. Ne? Der Geschmack kommt dann natürlich damit rein. Und ja, dann zur Not könnt ihr die Paprika halt wirklich dann aussortieren. Und dann ist das halt so. Ne? So, das sieht doch ganz gut aus. Und dann können wir auch direkt gleich die Lauchzwiebeln hinterher schneiden. Lauchzwiebel schneiden, Part 2. Diesmal mit Aufnahme. So, also einmal müsst ihr das Ende einmal abschneiden hier. Dann hier weiter vorne einmal abschneiden. Können wir schon mal zur Seite legen. Jetzt ganz wichtig, einen ganz kleinen Schnitt hier oben in die Seite reinmachen und die obere Haut einmal abziehen. Ich sage immer Haut dazu, nicht wundern. Genau. Dann könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, einmal so zur Seite das dann legen. Hier wieder ein bisschen sauber machen. Ich schneide jetzt die anderen noch schnell zu Ende. Und dann ganz wichtig, einmal kurz abwaschen und dann könnt ihr die schneiden. Das werden wir gleich machen. Ich werde nur die hier jetzt einmal kurz fertig schneiden und dann kommen wir zum Schneiden. So, Jetzt kommen wir zum Schneiden. Macht ihr so, also nicht zu kleine Würfel, Rollen, runde Dinger. Ihr wisst, was ich meine. So, schön auf die Finger aufpassen beim Schneiden. Und am Ende bleibt gar nicht mal so viel mehr über von der Lauchzwiebel oder von der Frühlingszwiebel. Ich sage mal Lauchzwiebel dazu. Ist ja beides richtig, ne? Aber wenn dann jemand sagt, hier hast du eine Frühlingszwiebel, muss ich erstmal kurz. Ah, Lauchzwiebel, okay. Die ist irgendwie hier schon fertig, okay. Gut. Dann haben wir theoretisch sogar alles fertig. Hier ist noch die Paprika, die Lauchzwiebel, Nudeln kochen und dann geht's gleich in die Pfanne rein. Noch 2 Minuten und ja, so lange können wir schon mal einen Tisch decken und ja, bis So, gleich. ich habe die Nudeln reingeschmissen. Davor muss ein bisschen Salz rein und wir stellen die Uhr auf 8 Minuten.
Okay, jetzt ist es auf 9. So, let's go. Und ein bisschen umrühren nebenbei, am besten mit der Gabel. Also mit der Gabel immer aufpassen, nicht, dass ihr dann den Topf zerkratzt. Das gibt dann Ärger mit der Mutti. Wir machen jetzt einen ganz kleinen Klecks Öl hier in die Pfanne. Oh, 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 das war doch ein bisschen viel, aber es geht noch, das geht noch. So, dann stellen wir es einmal hier an. Nicht lachen, meine Freunde. So. Und wir müssen das Fleisch natürlich anbraten, das habe ich jetzt total vergessen. Muss natürlich ja erstmal jetzt ein bisschen warm werden. Dauert kurz ein paar Sekunden. Und einmal so. Genau, das verteilt sich sowieso gleich. Ich hole mal das Fleisch kurz rüber. Und das dauert jetzt 30 Sekunden. Das werde ich jetzt 30 Sekunden nicht aufnehmen. Also, na, genau. Wir haben jetzt hier ein Stück Fleisch. Wir legen das mal in die Pfanne. Und wenn es zischt, hört man jetzt, dann können wir es reinlegen. Das ist ein schönes Geräusch. Genau. Das ist natürlich der Nachteil, das ist nicht wie bei dieser anderen, dass das sehr schön spritzt. So, genau. Das braten wir jetzt an. Also drehen zwischendurch mal um. Und ja, anbraten muss ich euch jetzt nicht so erklären. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das hier fertig ist. Die Nudeln sind auch gleich fertig. Die werden wir ganz normal abgießen. Das werde ich aber nicht zeigen. Ihr müsst einfach, wenn die Nudeln fertig sind, ein Brett drauflegen. Und dann zum Beispiel ja, in einen Sieb rein. So, wir haben es jetzt angebraten. Jetzt müssen wir es nochmal ganz schnell ein bisschen klein schneiden. Macht ihr so kleine Stücke, dass man die, also mundgerecht, ne? Ja, ich werde das jetzt mit den ganzen anderen Fleischstücken schnell machen, kleine Häppchen, und die kommen dann gleich wieder in die Pfanne rein mit den, mit der Lauchzwiebel und der Paprika, und dann geht's ans Würzen. Da benutze ich dann Salz, Pfeffer und Thymian. Ja, so, ich hole mal das andere Fleisch rüber und wir sehen uns gleich beim Reinschmeißen. So, braten wir einmal die Lauchzwiebeln und die Paprika an, ganz einfach. Wir haben es auf der niedrigsten Flamme. Einmal rein, ganz schnell. Ich hole mal schnell die Paprika. Genau. Und dann auch direkt umrühren ein bisschen. Dass das nicht anbrennt. So. Und wenn das dann, ja, wir wissen es. Wenn es dann ein bisschen, ne, so gebraten ist, dann können wir das Fleisch dazugeben. Ich werde jetzt einmal auf Stufe 2 hochdrehen, also auf die mittlere Stufe, werden wahrscheinlich die meisten auch haben. Dann geht das jetzt ein bisschen schneller. Genau, das hört man jetzt auch schön. Und dann gibt es gleich das Fleisch dazu. So, jetzt kommt das Fleisch rein. Und dann kommen wir auch direkt zum Würzen, meiner Lieblingsbeschäftigung. Das macht am meisten Spaß beim Kochen. Fangen wir mit dem Pfeffer an. Obwohl, Salz nehmen wir als erstes. Ein ganz kleines bisschen nur. So. Dann einmal Pfeffer. Kommt immer darauf an, wer alles dabei ist. Mein Bruder ist gerne Pfeffer, mein Bruder ist auch gerne Thymian, genauso wie ich. Diesmal die kleine Seite. Obwohl, ich finde mal, bei der kleinen Seite kommt nicht so viel raus. Ihr könnt natürlich so würzen, wie ihr wollt. Das sieht doch geil aus. Und dann ein bisschen drehen. Und dann kommen auch gleich schon die Nudeln mit rein. Also gleich, ne? Das muss jetzt hier erstmal ein bisschen anbraten. 5 Minuten. Nicht mal. Also 3 Minuten, 2 Minuten. Und ja. Dann schmeißen wir gleich die Nudeln rein. Die Nudeln sind jetzt auch warm. Die können einfach hier rein. Ganz vorsichtig.
Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr mit Öl bratet, zieht nicht so eine kurze Hose an wie ich. Das kann ganz schön spritzen und geht schön auf die Haut. So. Okay, das sieht jetzt gerade nicht so lecker aus, ich weiß. Wir rühren das ein bisschen um. Dann sind wir theoretisch auch fertig. Ich werde das jetzt bloß hier mal nebenbei ein bisschen schicker machen. Und ich präsentiere euch das auf jeden Fall jetzt gleich mal, wenn es fertig ist. So, so sieht das dann aus. Ihr könnt natürlich dazu auch ein bisschen Ketchup oder so essen, wenn euch das mit nur Nudeln so dann irgendwie nicht schmecken sollte. Ich habe natürlich sehr gut gewürzt und muss ich auch noch dazu sagen, zum Pfeffer, das ist Gewürzpfeffer. Also ja, mal schauen, wie es schmeckt. Ich hoffe, ganz gut. Und ja, ich werde, wenn es euch jetzt nicht so schmeckt mit der Würzung, dann könnt ihr ein bisschen Ketchup oder so dazu nehmen. Und dann müsste das eigentlich so ganz geil schmecken. Ohne Witz. Ich bin gerade am Bearbeiten des Videos. Ich sage einfach so oft so. Ich sage in jedem Cut, sage ich so danach, ne? Mega lustig. Auf jeden Fall, es hat mega geil geschmeckt. Es war ein bisschen trocken, aber wir haben das mit Ketchup nachgewürzt. Dann hat es richtig geil geschmeckt. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, gute Ideen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, über einen Daumen nach unten. Und einen Kommentar, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Adrian. Peace. Bis bald.